Investor24. Alles Betrug. Dort werden ja angeblich Aktien angeboten von namhaften Unternehmen. Alles Lug und Trug. Wir wissen, wer dahinter steckt. Ihr Geld ist von vornherein in den Taschen der Betrüger gelandet. Jetzt werden Sie sich fragen, hat es denn dann überhaupt Sinn, dass Sie da noch Kraft und Energie reinlegen? Haben Sie eine Chance, dass Sie Geld zurückbekommen? Die Chancen sind größer, als Sie sich das vorstellen können. Aber wie das geht, das verrate ich am Schluss dieses Videos. Am Schluss dieses Videos. Schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an. Hallo, ich bin Annika Anwalt, Jochen Resch. Thema Investor24. Alles ist Lüge. Nichts ist da. Sie kaufen keine Aktien, das ist alles auf Betrug aufgebaut. Sehr gut und sehr gut gemacht, aber täuschen echt. Nichts ist echt. Alles ist Lüge. Was können Sie tun? Sollten Sie eine Strafanzeige machen? Ja, sollten Sie machen. Und wir würden dann unsere Ermittlungsergebnisse, wir wissen, wer dahinter steckt, dann auch entsprechend dazu liefern. Aber Sie sollten auch wissen, eine Strafanzeige bringt Ihnen kein Geld zurück. Eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Wir verfolgen die Spur des Geldes und da sind wir recht erfolgreich. Die Chancen sind größer, als ich das vorstellen kann. Wie das genau geht, will ich Ihnen gerne verraten. Rufen Sie mich einfach an unter 0308 85 970 oder Sie können natürlich auch auf unsere Webseite gehen. Folgen Sie einfach dem Link. Wenn Sie den Artikel gelesen haben, dann haben Sie auch den Fragebogen gefunden. Wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen, bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Zunächst erfahren Sie, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Wenn ja, sagen wir Ihnen konkret, was wir machen und was es kosten würde. Gibt es keine hinreichenden Erfolgsaussichten, dann nehmen wir die Übernahme Ihres Falles ab. Mit der Empfehlung, schmeißen Sie nicht noch mutwillig im schlechten Geld Gutes hinterher. Also wird die Aufnahme für bestanden, erfahren Sie, was wir machen, was es kosten würde. Und damit haben Sie alle Fakten. Und deshalb sind Sie in der Lage, die für Sie persönlich richtige Entscheidung zu treffen. Warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen, diese Frage werden Sie sich selber am besten beantworten können.